Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Ein Hauch von großer weiter Welt umweht heute das rote Sofa. Ein Hauch von Glanz, von Glamour und von verruchten Nachtclubs. Das muss an ihr liegen. Die wunderbare Romy Haag ist zu uns hereingerauscht. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ich freue mich. Und in was für einem Outfit? Also es ist ja bombastisch. Diese Schuhe allein. Wie kann man darauf gehen? Ja, das ist mein Stylist sagt immer, was ich anziehe, ich brauche dann nicht mehr über Nacht zu denken, das ist das Schöne davon. Er sagt, du trägst das. Und da ist so ein, da kann ich kreativ sein, da habe ich Zeit, weil jemand weiß genau, was mir steht und macht und tut. Das der Frank Wilde, also wirklich, ja super. Ja, und super. Er hat gesagt, heute Romy schwarz und ein bisschen grün, und damit sich das von dem roten Sofa noch besser abhebt. So, eine aufregende Frau mit einem aufregenden Leben. Andreas Moll hat ein bisschen in Romy Haags Vergangenheit gewühlt. Sie ist nicht wie die anderen. Sie ist es nie gewesen in 50 Jahren auf der Bühne. So viele Worte wurden für sie gefunden. Diva, Paradiesvogel, Grande Dame. All dies trifft zu und fasst doch nicht ganz, wer sie ist, Romy Haag. Ich glaube, eine ganz hart arbeitende Frau. Eduard Verbarschot wird in der niederländischen Provinz geboren und weiß schon als Kind, er will eine Frau sein und in die Welt hinaus. Sie ist 13, als sie mit dem Zirkus abhaut, wird mit 18 zum Star in Paris und gründet mit 23 in West-Berlin einen Nachtclub. David Bowie und Mick Jagger sind Stammgäste in dieser schillernden Showwelt. Ihre Lieder handeln vom Wunsch zu lieben und geliebt zu werden. Sie gilt als die Königin der Nacht. Und sie wird diesem Ruf gerecht in ihrer Show zum 50. Bühnenjubiläum. Ein Rendezvous mit Romy Haag. Was? Morgens um 10? Ja, das war Pressekonferenz. Morgens um 10. Wie soll man morgens um 10 aussehen? Ich habe eine Bitte. Können wir uns duzen? Das ja, gerne. Gerne. Ja, können gerne super. Du sagen. Ich muss sagen, also Hochachtung, dass du überhaupt gekommen bist, weil du bist ganz schön erkältet. Ja, ich bin ganz schön erkältet. Bleib schon. Schrecklich. Aber ich wollte nicht absagen. Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen vor allen Dingen. Und Wie ist das denn, wenn man auf der Bühne steht und dann, man muss das durchziehen und man fühlt sich nicht gut, Kopfschmerzen, Schnupfen, was machst du dann? Hast du da einen Trick? Ich glaube, wie alle anderen nicht. Also Tabletten, Vitamin C, Aspirin, Hustensaft und weiß ich was. Aber du bist ja, glaube ich, sowieso ein sehr disziplinierter Mensch, ne? Ja, glaube ich schon. Also Disziplin und Pünktlichkeit, das muss sein. Ich hasse es, wenn Leute zu spät kommen. Das ist eigentlich ein Widerspruch zu dem Klischee. Man denkt, viele Menschen denken ja Showbusiness, Glamour. Ja, die Menschen sind das Gegenteil von Disziplin. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Vorurteil. Das ist in Wirklichkeit ganz anders. Das ist ein absolutes Vorurteil. Also wenn ich die Geschichte in den Medien lese über mich, dann denke ich, wow, wenn die wüssten. Ich bin eigentlich eine hart arbeitende Frau. Und wie sieht denn dein Tag aus? Also wie viele Stunden arbeitest du? Also wenn ich arbeite, also heute Morgen bin ich um 7 aufgestanden, um nach Hamburg zu kommen, um ins Studio zu kommen. Also das war heute. Morgen fahren wir zurück und dann habe ich gleich ein Meeting abends, wenn ich da bin. Und es geht immer weiter. Du bist wahrscheinlich auch jemand, der ziemlich perfektionistisch ist. Du willst das, was du machst, dann auch hundertprozentig gut machen. Ja, natürlich. Ich möchte immer 100% geben, auch vor allen Dingen. Und das ist ganz wichtig. Wenn du dich siehst, wenn du eine Aufzeichnung siehst von einem Auftritt, bist du zufrieden oder findest du immer was, wo du sagst, das hätte ich besser machen können? Ach, ich bin nie zufrieden mit mir. Nie im Leben zufrieden. Da ist immer denkt, oh, wie siehst du da aus oder so. Aber so wichtig ist es auch wieder nicht. Eigentlich im Grunde genommen ist es eigentlich die Musik, die mir wichtig ist. Also mein ganzes Leben verbindet eigentlich mit Musik. Und jetzt mit der neuen CD, da haue ich wieder rockig rein und herrlich. Ich sehe gerade, sogar der Lippenstift passt perfekt zum Sofa. Oh, wie schön. Romy, bist du mal beklaut worden? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mal einen Überfall in Stuttgart. Was? Bei einem Geldautomat. Also ich gehe irgendwie morgens früh gehe ich zum Geldautomat, irgendwie total verwüstet und sowas. Und
Da kommt ein Typ, das war eins von kleinen Banken, und sagt, Überfall, Überfall, Hilfe. Überfall. Und ich drehe mich um, ich sage, aber heute nicht. Mit einer ganz tiefen Stimme, der ist weggerannt. Das ist Vorteil der tiefen Stimme. Du bist natürlich auch groß und kräftig, also dich bedroht so leicht keiner. Nee. Wie ist das mit Adventszeit, weil wir gerade den Weihnachtsmarkt gesehen haben? Bist du jemand, der das genießt, so diese schöne Zeit vor Weihnachten mit Kerzen überall und Romantik? Ja, ich liebe doch schon die Zeit. Also den Winter liebe ich nicht, aber diese ganze Weihnachtsatmosphäre finde ich eigentlich wunderschön. Und wenn dann noch so ein traditioneller Weihnachtsmarkt wäre, in Berlin ist das nicht so toll, die Weihnachtsmärkte. Aber ja, das finde ich schon ganz toll. Und dekorierst du deine Wohnung? Ja, natürlich. Wie denn? Natürlich. Also kein Weihnachtsbaum, aber so Zweigen mit Sachen und Kerzen und Engelchen überall und so. Doch. Und hast du schon ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft oder bist du jemand, der auf den letzten Drücker losgeht? Also ich bin jemand, die das auf den letzten Drücker macht. Leider. Also ich kann das nicht schon vorher. Ich muss sowieso unter Druck stehen, dann funktioniert doch alles. Also am 24. los und dann noch schnell. Nee, naja, ist gar nicht schlecht, manche sind die Geschäfte leer. Ach ja, meinst? Ich glaube, die sind dann ziemlich noch im Kaufrausch. Ah, nee, das ist. Aber ich sage zu meinen Freunden, keine nicht zu teure Geschenke, da ist ein Limit für alle. Also nicht, dass man anfängt zu übertreiben, weil das finde ich dann find ich nicht so gut. Lieber ein bisschen spenden. Ne? Genau. 2000, Romy, warst du eigentlich auch mal so ganz unten? Ich meine, dieser Arzt behandelt ja Menschen, die gar nichts mehr haben. Gab es solche Phasen in deinem Leben? Ah, ich glaube schon, dass es bei jeder Ups und Downs gibt, glaube ich. Ich hatte mal einen Down, das war in der Anfang 80er. Und dann bin ich irgendwie abgehauen nach Indien. Dann hatte ich so meine buddhistische Phase und solche Sachen. Ja, aber ich glaube, das Up and Down braucht man ja auch im Leben. Man muss ja lernen. Ich glaube immer, wir sind da zum Leben, um zu lernen. Ja, und welche Menschen, man braucht ja auch Menschen, die einem helfen, dann wieder hochzukommen. Natürlich. Welche Menschen waren das bei dir? Das sind dann Leute, die mich dann plötzlich unterstützt haben, dass es wieder weitergeht und so. Natürlich gibt es das auch im Leben. Du hast hier eine neue CD, also anlässlich deines Bühnenjubiläums, Moving On heißt sie, Romy Haags CD, 50 Jahre Bühne. Das ist eine lange Zeit. Wenn du so zurückblickst, kommen einem dann so besondere Begegnungen, besondere Highlights in den Sinn? Nein, die Highlights sind natürlich, Udo Lindenberg war in Deutschland mein erster Produzent. Da war ich mit auf Tour, da war ich Vorgruppe in der Waldbühne für ihn. So, das war auch ein Riesenerlebnis, weil da war es irgendwie 20.000 Leute, da habe ich gesagt, da war ich so nervös, habe ich überhaupt geweint auf die Bühne. Ich habe gesagt, oh, willst du das überhaupt? Ist das nicht ein bisschen too much oder sowas? Mhm. Also solche Highlights und natürlich Dalai Lama treffen und solche Sachen, das waren Highlights. Und wenn du so zurückblickst, als das vor 50 Jahren alles anfing, was hattest du da so für Träume? Wie hast du dir so deine Zukunft vorgestellt? Und was davon ist wahr geworden? Naja, als Kind habe ich immer schon Musik. Ich habe als 6-7 Jahre habe ich ja immer vor dem Spiegel gestanden und dann schon die Zara oder die Dietrich imitiert, so auf Vollplayback nicht. Und ich habe gedacht, du wirst bestimmt eine alte Diseuse und da sind wir nun jetzt. Ne? Obwohl ich eigentlich jetzt rockig bin. Ne? Ja, und die CD ist auch, das ist ja so eine Mischung, ne? aus Rock und Chanson, hast du gesagt. Eigentlich geht man durch 50 Jahre Musik, aber es ist immer modern arrangiert, es sind auch Dance-Tracks drauf, so es ist schon eigentlich sehr 2010, es ist sehr up-to-date, aber es sind Titel dabei, die irgendwie aus den 60er, 70er, 80er, 90er und natürlich viele eigene Titel, aber es bleibt ein modernes Konzept und es gibt auch einen Draht durch die ganze CD. Mhm. Romy, wenn du das siehst, kommen dann Erinnerungen an deine Kindheit hoch. Dein Vater war doch auch Plakatmaler. Ja, mein Vater war auch Plakatmaler. Also wenn ich ganz jung war, da kam gerade so, da hat auch diese Walt Disney Produktionen gemalt. Dann war gerade Schneewittchen raus und dann in der Korridor war das dann voll mit diesen Zwergen, die nachher dann ans Kino angehangen werden mussten. Und natürlich Frau Virginia Lolo de Bridge, da ist so viel Loren, was wir gerade gesehen haben. Nicht immer lebensgroß auf dem Korridor haben sie immer in der Wohnung sozusagen gestanden. Nicht? Früher waren noch Frauensexbomben, nicht? Heutzutage ist es irgendwie 17 oder so, muss es sein. Oder das so. Stimmt, das ist deutlich jünger geworden. Ist das nicht, ne? Das ist, ja. Wir sind natürlich eine Ausnahme. Natürlich sind wir eine Ausnahme, keine Frage. Aber es ist doch schade.
Das finde ich auch. Find ich. Wie warst du denn als Kind? Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern gehabt oder hatten die es schwer mit dir? Weil du ja schon ein Paradiesvogel warst, auch natürlich, als du jung warst. Natürlich bin ich ein Paradiesvogel und mit meiner Problematik. Und natürlich haben sie nichts verstanden. Das war ja 60er Jahre. Und naja, da gab es ein bisschen Streit zu Hause. Ich war der schwarze Schaf der Familie, bin abgehauen mit 13. Aber danach hat sich das dann wieder versöhnt und zum Schluss habe ich ja meine Eltern versorgt und aufgepasst, wie das eben so ist. Aber du hast dich ja eigentlich schon immer als Mädchen gefühlt. Haben deine Eltern dich denn als Mädchen behandelt auch immer oder wussten die nicht so richtig, wie sie dich behandeln sollten? Ich glaube, das wussten sie nicht und ich musste von Arzt zu Arzt und da und damals wusste man überhaupt nicht über diese Problematik. Heutzutage ist das alles ganz anders und ja, nicht vor allen Dingen mein Vater war so ein Macho, so ein Clark Gable-Typ, nicht und meine Mutter Rita Hayworth-like, nicht. Die haben sich nur geheiratet, weil sie schön waren, nicht? Und mein Vater ist da überhaupt nicht mit klargekommen, meine Mutter auch nicht. Also, was für ein Kind haben wir jetzt? Nicht? Aber dann später ist alles wieder sehr, sehr, sehr gut geworden und haben alles verstanden und so weiter. Aber die haben ihre Zeit gebraucht. Mhm. Ehrlich. Wenn so eine Liebe das ganze Leben hält. Ja, weil, unglaublich. Warum habe ich das nicht geschafft? Ja, wollte ich gerade fragen. Hast du das geschafft? Ich immerhin schon fast 20 Jahre. Das ist doch schon ganz schön lange. Ne? Ganz schön lange, ja. Und bei dir, woran ist es immer gescheitert dann? Ja. Die Männer sind dir doch alle hinterhergelaufen. Ja, na klar. Aber bei mir hat das immer so gehalten, so 7, 8 Jahren. Und länger war das dann nicht. Dann hat man sich irgendwie nicht mehr verstanden oder der Austausch. Also, nee. Also bist du diejenige, die gegangen ist meistens oder sind die Männer? Das ist unterschiedlich. Meistens habe ich sie rausgeschmissen. Wie muss denn ein Mann sein, um Rummi Haag zu gefallen? Wie muss er sein? Er muss kreativ sein, seine Arbeit lieben, ein sonniges Humor haben und ich bin noch nicht mehr so auf Äußerlichkeit. Also ich bin eigentlich mehr auf innere Werte. Er muss lieb sein und romantisch. Mhm. Und ein bisschen größer, oder? Nicht, also, naja, du bist eine sehr große Frau. Ich glaube, selbst das finde ich nicht so. Also so groß, Größe wie ich, braucht er nicht unbedingt zu sein. Ich finde, kleine Männer haben auch was. Dieser Blick. Und zurzeit gibt es einen, groß oder klein, gibt es einen, bist du jetzt? Es gibt einen gleich große, auf Augenblick. Wir haben wunderbare Bilder von ganz früher. Oh, also ich glaube, es ist im Alcazar, aber du musst uns selber genau erzählen, wo du da warst. Keine Ahnung. Denn du hast eine bewegte Showgeschichte. Oh ja, das ist Alcazar de Paris. Das ist mein erstes Autogrammfoto, da war ich 16. Das ist 82 Club New York. Das ist Alcazar de Paris. Und das? Mein Gott, was für Bilder habt ihr? Wahnsinn. Das ist im Alcazar, oder? Das ist Alcazar de Paris. Oh. Ja, Manu, das war ein Boxer. Ach, Frau Haag, guck mal an. Mein Gott. Wie lange ist das her, diese Zeit im Alcazar? Wie lange ist das her? Jetzt fragst du mich was. Wie lange ist das her? Da warst du ja noch sehr jung, also mit 13 ja, von zu Hause weg und dann 17, 18? 17, 18 habe ich erstmal in Karussell gearbeitet, dann irgendwie in dieses Alcazar de Paris, das war aufgemacht, hat das glaube ich 69 oder so. Ja. Und ja, das war die Chance meines Lebens. Von da habe ich eigentlich alles gelernt, was man lernen kann. Und das war auch kein Revue-Theater für Touristen. Also damals, wenn das aufgemacht war, war es wirklich nur Le Tout Paris. Und es war nicht wie Moulin Rouge oder Lido oder sowas. Es war eigentlich ein intimes Revue-Theater für Le Tout Paris. Und nachher ist es dann touristisch geworden. Und du, was hast du da gerade viel gelernt? Was war deine Rolle auf der Bühne? Was hast du gemacht? Nur getanzt? Oh, wesentlich was, wenn du das wusstest. 27 Auftritte innerhalb von 2 Stunden. Nein. Wo ich immer eine andere Körperschminke haben musste. Ich musste 7-mal duschen innerhalb dieser. Nein. Ja, in diese 2 Stunden. Und da musste man so ein Bodypainting machen. Und ich sagte, nach einem Jahr habe ich keine Haut mehr gehabt. Da musste ich aufhören, weil das alles Allergien, da musste man erst mal pflegen, für das ich dann immer. Und dann bin ich abgehauen nach Amerika, weil das war viel Arbeit. Ja, das war also auch nicht das süße Leben, nach dem es aussieht. Auch nicht das süße Leben. Und jeden Tag proben. Mhm. Wahnsinn.
Das ist eben, man stellt es sich doch immer als jemand, der da vorne sitzt, ganz anders vor als derjenige, dann, der oben auf der Bühne steht. Moving On heißt die neue CD von Romy Haag und daraus hören wir jetzt was. Und zwar Everybody Knows, ja, wo soll ich das eigentlich hinsagen? Ja, Everybody Knows hören wir jetzt. Das ist ein alter Leonard Cohen-Titel. Viel Vergnügen. Genau. Jeder weiß, Gewinn ist reiner Zufall. Und wenn einer fällt, dann fällst nur du. Denn wer überlebt, muss darauf achten, dass er den richtigen Schachzug tut. Everybody knows, the game was fixed. The poor stay poor, rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Jeder weiß, dass wir in einem Boot sind. Everybody knows, the captain lies. Everybody got that broken feeling, like the father or the doctor's died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolate, a long stem rose. And everybody knows. Everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows, everybody knows, everybody knows. Was für eine Stimme, eine Wahnsinnsstimme. Du hast aber immer noch Spaß dran, oder? Im Rampenlicht zu stehen. Klar, natürlich. Ich bin, wie sagt man auf Deutsch, ein Bühnetier. Ja, ich muss auf die Bühne. Also ich könnte mich überhaupt nicht vorstellen, mich zur Ruhe zu setzen oder ähnliche Sachen. Ich muss in Schwingung bleiben. Ja, aber es ist auch ein Vergnügen, dabei zuzuhören. Hast du einen grünen Daumen? Ein Kundam, ja. Na, ich bin ja Holländerin, nicht? Also die Leute, die staunen immer irgendwie, was ich anfasse, das wächst. Hast du einen Garten? Ha, ich habe einen Garten und aber ich liebe es verwildert. Also ich bin nicht eine, die immer der Rasen mäht oder sowas. Nein, es muss wild sein. Mhm. Also du bist aber auch schon gerne mal in der Natur. Also kein reiner Bühnen- und Nachtmensch, sondern auch mal raus ins Grüne. Ja, der Nachtmensch, das ist, glaube ich, so ein Klischee, was mir die Medien gibt. Aber eigentlich stehe ich früh auf, ich mache mein Yoga. Ich bin eigentlich ein Tagesmensch. Ich sehe wie ein Nachtmensch aus, aber... Wie siehst du denn dann aus? Das würde mich interessieren, wenn du so einfach so ungeschminkt oder nicht aufgestylt auf dem Fahrrad fährst oder zum Sport gehst oder einkaufen gehst? Naja, in einem Jogginganzug, nicht? Also ich ziehe mich schon on dort, nicht? Also wo ich trainieren gehe. Also ganz normal, ja, nach hinten ungeschminkt und aus. Und wirst du trotzdem weiter erkannt? Doch. Ja, ich weiß es auch nicht, wie die Leute das hinkriegen, dass sie mich erkennen. Da kann ich auch in tiefste Indien sein und in Thailand, dann höre ich hinter mir, weil Haare nach hinten, nichts, nur dicke Creme auf und sage, ah, das ist Romy Haag. Weißt du, aber die erkennen mich dann an die Stimme, weil die Stimme ja so einen Erkennungswert hat. Ja, die ist wirklich einmalig. Wir haben Bilder nochmal, nicht ganz aber so echt? Alte, aus Berlin, Romy. Wenn Romy Haag hier ist, dann muss man doch Romy zeigen, das war ein so legendärer Club. Gucken Sie mal. Die niedrigen Eintrittspreise locken ein sehr junges Publikum, das sich hier zu einer bestimmten Stunde der Nacht nahtlos wie nirgends sonst mit Bürgern höherer Einkommensklassen, aber auch Typen, die man besser nicht anrempeln sollte, mischt. Wie
Da ist schon vorbei. Diese Szene wird ganz oft gezeigt. Was wolltest du damit eigentlich sagen? Also es ist überhaupt nicht, was die Leute dann denken, dass es so märchenhaft ist, dass man sich dann demaskiert oder sowas. Es war eigentlich ein Act, das ging um Frauenemanzipation. Selbst Ali Schwarz war begeistert. Es geht einfach darum, sich auch mal total ungeschminkt sich zu wagen. Und das war eigentlich der Act. Aber man kriegt immer so einen kurzen Ausschnitt und denkt mir immer, das ist so ganz was anderes, aber ist es nicht. Jetzt haben wir es mal erklärt. Aber das war ja damals so ein Club, in dem sich wirklich alle getroffen haben. Freddie Mercury war da, die Stones, David Bowie. Stimmt das, dass du mit David Bowie mal zusammen warst? Ja, ne? Ja, 2 Jahre. Ja, ja, Das ist auch ein ganzes Thema. Aber im Laden, im Laden war das so, dass ich wollte ein Publikum haben, was so alt ist wie ich. Und ich war 23. Mhm. So, es war eigentlich ein Disco mit Programm, aber wir haben dann Musik genommen aus The Charge und die ganz bizarr, Filinesque illustriert. Ja? Mhm. Und so sind all diese Popstars gekommen, weil die wollten unbedingt sehen, wie man ihre Musik ausdrückt in das Theaterhafte. Und deswegen, das gab noch keine Videoclips. So. Und in manchen Büchern in Amerika steht dann auch, dass es da der Entstehung des Videoclips war. Auch Bowie hat so viel genommen, das sieht man alle, aber das ist ein Thema. Ach, er hat geklaut auch davon. Natürlich, es gibt auch Künstler, die nehmen alles an sich auf und man sieht es in all seinen nächsten Videos, sind alles Ideen von mir aus dem Laden. Mhm. Mann, Boys Keep Swinging, alles. Und du hast nie einen Centerfold gesehen? Nie einen Centerfold gesehen. Auch die Delfinenhelden ist mein. Das war so in den 70ern, da kam es gerade in, dass man mit Delfinen schwimmen kann und ich war total begeistert und das wollte ich überall machen. Und so ist eigentlich der Text entstanden. Mhm. Ja, guck mal, das wussten wir auch. Romy, und wer jetzt sagt, jetzt will ich aber Romy Haack unbedingt mal im Konzert sehen, auf der Bühne, wann ist die Gelegenheit dazu? Ach, das gibt es auch. Es gibt Ende Dezember Silvester in Köln, in Senftöpfchen, dann geht es nach Frankfurt, Neues Theater, dann geht es nach Renaissance-Theater in Stuttgart. Also ich trete überall auf, wo es mich Freude gemacht hat früher. Und da mache ich nochmal Konzerte. Sonst mache ich natürlich nur Galas und Eventveranstaltungen. Mhm. Und Australien irgendwann. Naja, das kommt jetzt auf mich zu. Hm, das ist aufregend. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass du hier warst. Gute Besserung. Danke und dir. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Schöne Zeit. Danke.